Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht es um die Filterfunktion, die euch die allermeisten funktionalen Sprachen auch mitliefern. Und die finde ich super praktisch. Da kann man nämlich sehr, sehr viel damit machen. Vor allem, wenn man es irgendwie zusammen mit Pattern Matching oder sowas einsetzt. Da kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Und ich denke, die solltet ihr auf jeden Fall können. Deswegen hier eine ganz kurze Einführung. So, sagen wir mal, ihr wollt jetzt auf dieser Liste hier arbeiten, aber nicht mit allen Zahlen, sondern zum Beispiel nur mit den geraden Zahlen. Was wir dann machen ist, wir wenden einen Filter darauf an. Und das werdet ihr in der Praxis sehr, sehr häufig sehen. Auch in Python ist es sehr beliebt, dass man eben hier filtert. Man sagt zum Beispiel L2 ist gleich. Und jetzt gibt es eine Filterfunktion und die nimmt wieder eine Funktion f und eine Liste L. So, und jetzt müssen wir uns natürlich noch unsere Funktion f schreiben. Wir nehmen hier jetzt einfach wieder mal foo. Schreiben uns ein Function foo. Ihr könnt natürlich jederzeit auch Lambda benutzen. Das ist absolut kein Problem. Ihr könnt aber auch einfach eine Funktion reinstecken. Und was wir hier jetzt in Filter haben, ist, wir müssen einen booleschen Ausdruck zurückgeben. Das heißt, entweder true oder false müssen wir zurückgeben. Und hier drin muss natürlich genau ein Element reinkommen, was wir hier nachher aus der Liste ziehen. Das heißt, es ist im Endeffekt ein Map, das uns boolesche Ausdrücke zurückgibt und dann eine Liste automatisch filtert. Wir werden es gleich noch genauer sehen. Okay, also wenn wir jetzt hier x zum Beispiel nur die geraden Zahlen haben wollen, dann sagen wir ganz einfach return x modulo 2 gleich gleich 0. Bam. Und fertig. So, und was ist das jetzt hier genau? X modulo 2 bedeutet so viel wie, okay, wir haben alle Zahlen, also x modulo 2 gibt mir entweder 0 aus, wenn x durch 2 gleich keinen Rest hat, also wenn es gerade ist, oder es gibt mir 1 aus, wenn es eben ungerade ist. Das heißt, wir geben hier zurück, ob das Ding gerade ist. Und das wäre zum Beispiel eben jetzt eine mögliche Filterfunktion. Aber da geht natürlich noch viel, viel mehr. Ihr könnt hier jetzt einfach eine boolesche Funktion schreiben, ob das Ding eine Primzahl zum Beispiel ist. Und dann könnt ihr automatisch eine Liste aus allen Zahlen generieren, den Filter drauf anwenden und ihr habt nur noch Primzahlen in der Hand. Super geile Sache, kann man natürlich auch sehr gut gebrauchen. Okay, das heißt, wir wenden jetzt hier foo auf unsere Liste L an und logischerweise kommt dann bei raus, L2 ist gleich, also das ist natürlich wieder nicht der Code, sondern es ist nur das Ergebnis von Filter im Endeffekt, 2, 4 und 6. Klar, weil hier gibt es ja nur true zurück, wenn wir hier eben eine gerade Zahl haben. So, was ist jetzt also, wie funktioniert Filter intern? Naja, wir kriegen hier erstmal für jedes Element, ich kann euch eigentlich sogar kurz mit euch zusammen den Code schreiben. Hier, so schwer ist das ja eigentlich nicht. Function Filter. Und was passiert jetzt hier? Naja, wir bekommen eine Funktion f, wir bekommen eine Liste L. Oder eine Liste Liste. Oder List. So, und was wir jetzt hier machen ist, wir gehen einfach durch die Liste durch. For i in List. Speichern müssen wir das Ganze natürlich auch noch. Result ist gleich das hier. Und jetzt sagen wir, if f von i, wenn das der Fall ist, also wenn das true zurückgibt, dann führen wir dieses if hier aus. Dann sagen wir result.append i. Schon fertig. Das ist der unglaubliche Code von der Filterfunktion. Und natürlich ist Filter auch eine höhere Funktion oder eine Funktion höherer Ordnung, weil wir natürlich hier eine weitere Funktion mit eingeben. Aber es ist eigentlich ein super gutes Beispiel, wie einfach eigentlich solche Funktionen höherer Ordnung sind, was die dann doch für Macht haben. Ja, und jetzt habe ich natürlich hier die Möglichkeit, Filter irgendwie zu kombinieren, irgendwie meine Listen hier zu filtern und so weiter und so fort. Alles sehr cool. Okay, das war's schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.